Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Trading Dusche. Und wie immer, freitags ist bei uns sozusagen Duschtag mit einem neuen Video für euch. Heute mit dem spannenden Thema Daytrading oder Swing Trading. Was ist eigentlich besser? Was sind da eigentlich die Unterschiede? Was mache ich? Bin ich Daytrader oder bin ich Swing Trader oder bin ich vielleicht sogar beides? Ja, gucken wir uns gleich an. Wir haben für euch auch eine komplette Trading-Ausbildung erstellt mit über 60 Videos und unseren besten Strategien. Diese findet ihr kostenlos bei uns auf der Homepage unter tradingdusche.de. Schaut da gerne mal vorbei. Ja, es gibt ja immer so das Lager, hört man auch immer in Foren. Ich bin Daytrader, ich bin Swingtrader, das ist besser, nein, das ist besser. Die meisten und ich auch sind sogar beides. Ja? Denn Daytrader und Swingtrader sind sich sehr, sehr ähnlich. Fangen wir erstmal mit den Daytradern an. Der klassische Daytrader wird einfach dadurch charakterisiert, dass er seine Position am selben Tag eröffnet und am selben Tag auch wieder schließt. Und der Daytrader interessiert sich vornehmlich für den Tageschart. Er guckt, okay, heute, das ist der Chart, der mich interessiert, in vielleicht unterschiedlichen Zeiteinheiten, aber immer der heutige Chart. Und in dem trade ich. Und ich steige in den Trade ein und nach ein paar Minuten gehe ich wieder raus oder nach ein paar Stunden gehe ich wieder raus. Ich mache mehrere Trades rein, raus, weil er natürlich in den unteren Zeiteinheiten unterwegs ist. Also ich sage mal alles unter einer Stunde, alle Zeiteinheiten unter einer Stunde und dort sich die Kerzen und der Chart natürlich sehr, das sieht man auch da im Hintergrund im Laufe des Videos dann, sehr schnell verändern. Das heißt, wir haben mehrere Signale, wir haben Einstiegssignale, Ausstiegssignale und der Daytrader sitzt deswegen auch die meiste Zeit an seinem Computer. Das heißt, der Daytrader ist am Platz, tradet in den unteren Zeiteinheiten, setzt die Stop-Loss auch enger und nimmt kurze Bewegungen mit, geht wieder raus, nimmt den Gewinn mit und schließt auf jeden Fall jeden Abend seine Positionen. Ja, egal wie es aussieht, die Positionen werden abends geschlossen. Das ist der klassische Daytrader. Weil natürlich in den unteren Zeiteinheiten jede Kerze zum Beispiel 5 Minuten oder andere Minutenzahl repräsentiert, muss der Stop-Loss, den man aus dem Chart ja sich heraussuchen muss, ist der Stop-Loss nicht so weit entfernt vom aktuellen Einstiegskurs. Das heißt, die Stop-Loss-Level sind eher kleiner beim klassischen Daytrading, zum Beispiel 20 Pips oder 30 Pips und sind deswegen auch nicht so teuer. Ja, das heißt, die meisten, die mit dem Trading anfangen, werden erst einmal Daytrading machen, weil sie nicht so ein hohes Startkapital haben, weil sie sich damit noch nicht so auskennen und am Platz bleiben und selber mit der Maus entscheiden, jetzt gehe ich rein, jetzt gehe ich raus. Ja, gucken das am Chart. Arbeiten also auch deutlich weniger mit Order zu setzen, mit Pending Orders oder mit Stop- und Limit Orders. Der Swing Trader, der macht Folgendes, der Swing Trader interessiert sich überhaupt nicht für den Tageschart. Der guckt sich den Tageschart nicht an, sondern der Swing Trader guckt sich den Chart der letzten Tage oder vielleicht sogar der letzten Wochen an. Diesen Zeitraum interessiert der Swing Trader. Und der Swing Trader tradet auch immer in den höheren Zeiteinheiten. Also ich sage mal 4 Stunden und Tageschartbasis, das sind so die typischen Zeiteinheiten für den Swing Trader, wo jede Kerze dann 4 Stunden repräsentiert. Das heißt, alle 4 Stunden gibt es eine neue Kerze oder sogar auf Tageschartbasis, auch sehr beliebt, jeden Tag nur eine Kerze. Und wenn er sich dann auf Tageschartbasis die Kurshistorie der letzten Tage anguckt, dann sieht er genau, okay, was war in den letzten Tagen oder 14 Tagen, 2 Wochen, was war da eigentlich los? Wo haben wir eine Unterstützung? Wo ist der Kurs gerade und wo wird er sich höchstwahrscheinlich hinbewegen? Weil der Swing Trader will ja einen Swing ausnutzen. Das sagt ja schon der Name. Wenn wir jetzt zum Beispiel an einer Unterstützungslinie sind, die letzten Tage mehrmals vielleicht angetestet wurde und wir sind in diesem Kursniveau, dann kann man sehr gut davon ausgehen, dass diese Unterstützung halten wird und wir generell aber in einem langfristigen Aufwärtstrend sind, dann nehmen wir diesen Swing nach oben wieder mit. Genauso geht es aber auch in Short-Trends, also in Abwärtstrends oder in fallenden Marktphasen. Wir können ja beim Daytrading und auch beim Swing-Trading sowohl auf steigende als auch auf fallende Kurse setzen. Also der Swing Trader ist eher in den großen Zeiteinheiten unterwegs und ist auch nicht die ganze Zeit am Computer. Ich hatte auch mal ein Video gemacht, da stehe ich am Strand im Wasser, da habe ich erklärt, wie oft arbeitet man als Trader eigentlich. Und als Swing Trader ist man dann
gar nicht mehr so viel am Computer, sondern man guckt vielleicht nur noch einmal am Tag drauf und programmiert seine Order und sagt, wenn die und die Bedingungen erfüllt sind, weil ich auf Tageschart- oder 4-Stunden-Chart-Basis handle, dann soll die Order eröffnet werden oder dann soll sie geschlossen werden. Und deswegen arbeitet man im Swing Trading sehr viel mit Orderzusätzen, mit Pending Orders, Limit oder auch Stop Orders. Ja, das ist sehr viel. Weil natürlich dann jede Kerze einen Tag repräsentiert, zum Beispiel, also nur jeden Tag eine neue Kerze gebildet wird, ist natürlich, wenn man sich jetzt ein paar Tage anguckt, sehr viel Information aus der Times- und Sales-Liste im Chart vorhanden. Wir müssen dann, das müssen wir immer machen, sowohl im Daytrading in den unteren Zeiteinheiten als auch im Swing Trading in den höheren Zeiteinheiten, müssen wir einen Einstiegspunkt bestimmen, einen Stop-Loss-Punkt und einen Take-Profit-Punkt, weil dadurch errechnet sich unser Chancen-Risiko-Verhältnis und wir können gucken, okay, lohnt sich dieser Trade überhaupt? Weil wir mit Tageschart arbeiten, kann es sein, dass der Stop-Loss-Punkt deutlich mehr Pips von meinem Einstiegspunkt entfernt ist, zum Beispiel 100 Pips oder noch mehr, als im klassischen Daytrading, wo ich mit 20, 30 oder 10 Pips arbeite, weil die Kerzen viel öfter entstehen und ich einfach mehr Signale bekomme. Und deswegen ist das Swing Trading eher für Leute geeignet, die ein höher kapitalisiertes Konto haben, weil der Stop-Loss finanziert werden muss, weil er größer ist, der Stop-Loss. Für wen das jetzt alles so ein bisschen böhmische Wälder sind, das empfehlen wir ja generell. Testet das mal an einem Demokonto aus. Holt euch meinetwegen von unserem Top-Partner-Broker GKFX ein Demokonto, wo ihr Daytrading macht und ein Demokonto, wo ihr Swing-Trading macht. Und dann werdet ihr sehen, dass es mit den Stop-Loss und mit dem Aussuchen der Stop-Loss- und Einstiegspunkte, Take-Profit-Punkte Unterschiede ist, was die Pips betrifft, die finanziert werden müssen, die abgesichert werden müssen. Ne? Wir haben ja auch in unserer Komplettausbildung mit den 60 Videos und den besten Strategien geht es sowohl um Daytrading als auch um Swingtrading, weil man bei GKFX natürlich klassischerweise beides machen kann. Also sowohl Daytrading als auch Swingtrading. Und weil man im Swingtrading nicht die ganze Zeit am Computer sitzt und nicht die ganze Zeit auf Einstiege wartet, bietet sich das natürlich auch enorm für Berufstätige an, die dann einmal am Abend drauf gucken und für den nächsten Tag Orders programmieren. Das ist also sehr komfortabel, gerade für Berufstätige. Viele machen beides, ich auch. Ne? Man ist dann klassischer Daytrader, ist am Platz, tradet seine Assets, ist vielleicht bei der Opening-Strategie dabei oder macht andere Strategien, News-Trading und so weiter, ist dann also am Platz und hat dann auch im langfristigen Bereich Aktien oder auch DAX oder auch Forex im Bereich Swing Trading oder bei Aktien ja sogar dann noch länger, wo man dann Aktien mehrere Monate und Jahre hält. Ne? Das heißt, es vermischt sich alles so ein bisschen. Man tradet mehrere, man ist sozusagen Swing Trader, man ist Day Trader und man ist langfristiger Investor in dem Sinne. Was viele natürlich interessiert, warum kann ich als Daytrader nicht meine Position mit in den nächsten Tag nehmen? Ja, es ist ja oftmals so, das hatte ich auch schon in einigen Videos mal gezeigt, dass man abends Positionen hat. Zum Beispiel ist man beim DAX Long gegangen oder auch beim Euro-US-Dollar Long oder vielleicht auch CFDs auf die eine oder andere Aktie und die Positionen sind satt im Plus. Man möchte sie gar nicht schließen, weil man der Meinung ist, der DAX wird morgen auch vielleicht noch etwas höher starten und dann auch im Laufe der Tage diesen positiven Trend weitergehen. Warum muss ich denn jetzt meine Position schließen? Warum kann ich sie nicht über Nacht halten als Daytrader? Es ist einfach so, dass wir ja natürlich im Daytrading den Stop-Loss, den wir bestimmt haben, sehr eng, meistens sehr eng, 20, 10, 20, 30 Pips an unseren Einstiegspunkt gesetzt haben. Und selbst wenn der Markt dann morgen bei der Markteröffnung, wo sehr viele Orders abgearbeitet werden oder auch generell über Nacht aufgrund eines Gaps etwas tiefer startet, dann fliegen wir schon aus dem Markt raus. Ja, dann ist unser Plus dahin und unser Stop-Loss greift oder greift sogar noch etwas tiefer. So, weil der Kurs am Markt nicht erreicht wird. Deswegen, weil wir im Daytrading eben halt mit kurzen Zeiteinheiten arbeiten und engen Stop-Loss, ist es nicht ratsam, die Position über Nacht zu halten, Overnight Gap oder ja, Kursrisiken, die über Nacht entstehen einfach. Deswegen geht der Daytrader
aus allen Positionen abends heraus. Der Swing Trader braucht das nicht zu machen, weil er ja auf Tagesschartbasis seinen Stop-Loss auch bestimmt hat, der sehr viel breiter gefasst ist. Und natürlich hat der auch das Overnight-Gap-Risiko und das Marktrisiko und weiß nicht, wie die Märkte am nächsten Tag eröffnen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Märkte so eröffnen, dass sein Stop-Loss greift oder sogar noch tiefer ist, deutlich geringer als beim Daytrading, weil eben halt breiter gefasst. Ja? Im Swing-Trading interessieren wir uns nicht für den Tagesschart, wir interessieren uns für die lange Geschichte. Mehrere Tage, mehrere Wochen wählen auch so unseren Einstieg und Stop-Loss aus. Daytrading ist Intraday-Trading, sagt ja schon der Name. Und wir interessieren uns nur für den Tagesstart. Da halten wir keine Position über mehrere Tage. Wenn man jetzt in ganz klassischen Aktien investiert, kauft man die Aktien ja auch nicht, jetzt nicht CFDs, sondern kauft die Aktien ja auch nicht heute und verkauft sie abends wieder, sondern hält sie über mehrere Tage, Wochen, Monate oder sogar Jahre. Ja? Weil man eben halt da gar nicht so viel Volatilität drin hat, nicht so viel Bewegung, weil eine Aktie eher ja, ein langfristiges Investment ist und nicht so volatil ist und der Stop-Loss aufgrund von zweier Tageslinie, also von sehr langfristigen Signalen bestimmt wird, was wir im Daytrading nicht haben. Das ist nochmal ganz wichtig, das Ganze zu verstehen. Aber ansonsten sind die Lager von Daytrading und Swing Trader sehr ähnlich. Beide brauchen volatile Märkte, beide wollen Trends ausnutzen, beide brauchen Bewegung, um eben halt möglichst viele Trades zu machen. Der Daytrader mehrere Trades am Tag, der Swing Trader mehrere Tage bis Wochen die Trades halten, aber auch dann mehrere eröffnen. Ja? Wir brauchen immer Bewegung, volatile Märkte, sowohl beim Day als auch beim Swing Trading. Weil man als Daytrader eigentlich die ganze Zeit am Platz sitzt und das beobachten muss und eigentlich weniger mit Order zu setzen arbeitet, sondern einfach auf die Maus klickt und sagt, jetzt gehe ich rein, jetzt gehe ich raus, jetzt mache ich mein Trade Management, das heißt, ich manage den Trade ja, während er offen ist, tradet man als Daytrader eigentlich nicht so viele Märkte gleichzeitig, weil das natürlich, man hat ein paar Monitore, ja, man beobachtet, aber so wirklich viele, viele Märkte tradet man nicht gleichzeitig, weil es natürlich sehr fordernd und anstrengend ist. Als Swing-Trader kann man sich abends in Ruhe hinsetzen, wenn man von der Arbeit kommt, da können die Märkte auf sein oder zu sein, völlig egal. Man guckt sich den Tageschart an, also mit Tageskerzen und bestimmt dann für den Markt oder für den Markt oder für den Markt jeweils für den nächsten Tag zum Beispiel ein Einstiegslevel, programmiert die Order. Wenn am nächsten Tag diese Bedingungen nicht erfüllt werden, kann es sein, je nachdem wie man die Order programmiert hat, dass sie verfällt, weil sie nur tagesgültig war oder dass sie noch ein paar Tage länger gültig ist. Aber wir wollen als Swing Trader Swings ausnutzen, das heißt in einem intakten Aufwärtstrend gibt es ja auch immer Korrekturen, wo dann zum Beispiel an Unterstützungslinien der Aufwärtstrend wieder aufgenommen wird und diese Swings, ja, das geht auch bei Abwärtstrenden, die wollen wir als Swing Trader ausnutzen. Deswegen ist man als Swing Trader dann nicht die ganze Zeit am Rechner. Man kann ja auch dann zur Arbeit gehen, den Rechner aushaben. Wenn die Order programmiert ist, dann macht die genau die Befehle, die ich ihr mitgegeben habe. Das nennt man dann Pending Orders. Kann man auch bei allen Brokern eigentlich machen. Und der klassische Swing Trader sitzt jetzt also nicht jeden Tag da und managt auch seinen Trade Management im Laufe des Tages, sondern der Swing Trader hat einen viel größeren Horizont von mehreren Tagen, mehreren Wochen und während dieser Zeit managt er natürlich auch seinen Trade. Das heißt, wenn er auf Tageschartkerzenbasis tradet und sieht, okay, jetzt hat der Trade sich gut erholt, ist gut in die Long-Richtung gegangen, der DAX ist gut gestiegen, dann kann er natürlich seinen Stop-Loss auch nachsetzen. Einmal am Tag wird er das machen. Abends guckt er sich das an und setzt seinen Stop-Loss dann nach, weil er an die nächste Kursmarke rangehen kann. Ne? Oder weil der Trade so gut läuft, setzt er seinen Take-Profit nochmal höher. Das kann man ja machen. Das Take-Profit kann man im Laufe des Trade-Managements, egal ob Swing Trading oder Day Trading, kann man ja nach oben hin verändern, wenn der Trend intakt ist und den Stop-Loss von unten immer nachziehen. Was man nicht machen darf, ist den Stop-Loss weiter ins Risiko, ins Minus ziehen. Das darf man nicht machen. Aber wenn der Trend läuft, der Trend intakt ist, warum sollte ich meinen Take-Profit dann nicht weiter ausweiten, um noch mehr Gewinne mitzunehmen?
Wichtig ist natürlich am Anfang, wenn man den Trade eingeht, dass man Stop-Loss, Take-Profit, Einstiegspunkt einmal bestimmt, wegen des Chancen-Risiko-Verhältnisses. Das war jetzt auch sehr viel Information wieder und viele Nebenschauplätze nochmal reingebracht. Trade-Management, Chancen-Risiko-Verhältnis, Positionsgröße, wie bestimme ich den Stop-Loss, Take-Profit, wie gucke ich das im Chart eigentlich an? Das sind sehr, sehr große Themenbereiche und die erklären wir euch in unserem größten Ausbildungspaket mit 60 Videos und unseren besten Strategien. Nicht umsonst ist das so umfangreich. Wer da Interesse hat, guckt auf der Homepage nach tradingdusche.de. Dort bekommt ihr das kostenlos. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Einfach mal so eine Gegenüberstellung. Swing Trading, Day Trading. Die meisten werden von euch sicherlich beides sein, genauso wie ich auch. Ich wünsche euch wie immer sehr viel Erfolg beim Traden. Danke fürs Zuschauen. Nächste Woche Freitag wieder Duschtag mit einem weiteren spannenden Video. Und wie immer Hashtag, ich habe zu Ende geduscht in die Kommentare. Danke, bis zum nächsten Mal.